Herzlich willkommen im Pflanzenreich. Heute geht's erstmal um Wüstenrosen. Wir haben hier die Wüstenrose aus dem letzten Video, die wir radikal geschnitten haben. Substrat ist noch schön feucht. Was wir jetzt hier sehen, ist das erste Blatt, was abgefallen ist. Deswegen habe ich mich doch dazu entschieden, eine Plastiktüte drumherum zu wickeln, zumindest oben um die Blätter, dass eine leicht gespannte Luft hier ist. Es ist trotzdem unten offen, wie man hier sieht, also man kann hier reinlangen, es kommt trotzdem frische Luft rein, aber es ist ein bisschen geschützter, sage ich mal, weil wir auch Ventilatoren benutzen und dann kommt da nicht so viel Wind hin. Was wir heute machen werden, ist uns diese Schätzchen hier erstmal angucken. Nachher gibt es auch noch was zu anderen Pflanzen, aber das sehen wir dann. Die habe ich alle schon, als sie in kleinem Stadium, als sie in einem kleinen Stadium waren, so bearbeitet wie die große im letzten Video. Guckt euch das auf jeden Fall an, es war wirklich sehr spannend. Und diese schauen wir uns jetzt an, topfen sie um und machen sie in solch kleine Töpfe hier rein. Ja, genau, dann fangen wir damit einfach mal an. So, wie immer rieseln wir jetzt einfach das Substrat ganz langsam raus und passen darauf nämlich auf noch eben, dass wir hier keine Wurzeln oder ähnliches verletzen. Ganz langsam einfach. Und ich sehe gerade, wir haben hier unter die Wüstenrosen Kappen von Wasserflaschen drunter gemacht. Und die dann da drauf gesetzt mit Urgesteinsmehl. Hier sieht man noch die Reste. Ich glaube, das habe ich einfach gemacht, damit sich die Wurzeln zur Seite entwickeln. Aber das werden wir ja gleich sehen. Und es sieht schon jetzt recht interessant aus. Wir machen mal weiter hier das Substrat raus. Ja, die kommen uns schon entgegen hier. Jawohl. Super. Wo habe ich denn meinen Substrattopf? Da unten. Okay, das Vlies kommt einfach weg. Wir sind ja dazu übergegangen, kein Vlies mehr zu benutzen, sondern Gitter. Und hier sehen wir schon, es hat wunderbar geklappt, was wir gemacht haben. Aber das schauen wir uns gleich in Nahem an. Erstmal separieren wir die Kollegen hier einzeln. Ja, wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sehr, sehr schön. Wirklich toll. Perfekt. So, jetzt gucken wir uns das mal in Nahem an. So, ich habe jetzt mal so nah gezoomt, wie ich das hinkriege. Wir sehen jetzt hier, wenn ich hier ganz leicht das Substrat weg drücke, dass hier radial die Wurzeln gewachsen sind. Wirklich schön. Hier ist eine kleine Stelle, wo eine Wurzel abgeknickt ist. Und das fällt auch schon raus, perfekt. Die ist leider abgeknickt oder abgefault hier, ich weiß es nicht. Schade drum, die schneiden wir aber direkt mal weg, weil fauliges Zeug wollen wir nicht haben. Und wenn wir jetzt hier von unten mal schauen, sieht es wirklich perfekt aus, so wie ich mir das vorgestellt habe. Schön radiales Wurzelwachstum, wirklich wunderbar. Und ich habe ganz einfach den Kaudex hier, man sieht, ganz gerade abgeschnitten. Und dann haben sich hier diese Würzelchen rausentwickelt und wirklich, wirklich schön entwickelt. Wirklich super. Also bei dem Exemplar. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber so auf den ersten Blick sehen alle wirklich toll aus. Ich bin gerade am Überlegen, ob mich so ein Töpfchen hier zu klein ist. Und ich glaube, es ist zu klein. Deswegen muss ich mir was anderes überlegen und gleich größere Töpfe holen, aber das wird jetzt nicht das Problem sein. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Exemplar hier. Das wächst auch wirklich schön. Verzweigt sich auch von alleine. Also ich habe hier oben hier drin nicht geschnitten. Das verzweigt sich von alleine. Ja. Genau.
So schaut es hier aus. Wirklich sehr, sehr schön. Genau wie ich mir das vorgestellt habe. Gefällt mir wirklich gut. Jetzt gucken wir uns die anderen mal an. Das hier ist die größte im Bunde. Hier sehen wir auch, haben sich, weil ich zu tief eingepflanzt habe, sich oberhalb Wurzeln entwickelt. Die schneiden wir natürlich direkt weg, damit die sich nicht weiterentwickeln. Aber auch hier wirklich ein schönes radiales Wurzelwachstum. Genau wie ich mir das vorgestellt habe, wirklich sehr, sehr schön. Wenn wir hier das so auseinanderbiegen, verzweigen sich die Wurzeln schon in alle Richtungen. Wirklich super. So habe ich mir das vorgestellt. Gefällt mir doch relativ gut. Was wir jetzt hier machen werden noch zusätzlich ist die Wurzeln, die hier quer wachsen, entfernen, weil wenn die sich verdicken, wäre nicht optimal. Und wir wollen ja ein radiales Wurzelwachstum haben, um einen schönen radialen Bonsai dann auch später zu haben. So. Jetzt sind hier in der Mitte keine Wurzeln mehr. Wir pflanzen das nachher schön platt ein. Und gucken wir uns mal die nächsten an. Die hier ist die einzige, die so leicht gelbe Blätter hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil sie hat auch zwar nicht so viele Wurzeln gemacht, vielleicht liegt es daran, aber sie hat auch wirklich schöne radiale Wurzeln, was mir wirklich sehr gut gefällt hier bei dem Exemplar. Also, ich verstehe aktuell nicht genau, warum die so gelbe Blätter hat, aber Wüstenrosen sind ja sehr eigen, was die Pflege betrifft, und deswegen behandeln wir die einfach ganz normal weiter wie die anderen und machen uns da keinen großen Kopf, denn sie wachsen ja. Und das ist ja das A und O an der Sache. Hier kann man bei dem Exemplar kann man wirklich sehr schön sehen, wo der Schnitt, war. Wirklich ein ganz gerader Schnitt. Und dann kommen die Wurzeln zwischen dem Kambium und dem Inneren des Speicherorgans im Caudex heraus. Also wirklich wunderbar, wie ich mir das vorgestellt habe. Wirklich sehr, sehr schön. Und mir ist gerade die Idee gekommen, von der Wüstenrose gestern. Wir haben die ja in so einen Unterteller gepflanzt und ich würde sagen, wir pflanzen die auch in so einen Unterteller, damit sich die Wurzeln schön in die Seite entwickeln können und schön flach werden. Und genau, das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. Ich hole mal geschwind einen Unterteller. So, wir haben jetzt hier eine Schale und gereinigtes Lichuzaponsubstrat. Gereinigt deswegen, weil das war schon mal in Benutzung. Hier sind noch ein ganz, ganz vereinzelt Wurzelreste, die ich leider nicht mehr rausbekomme. Aber sollte soweit relativ sauber sein. Das Wichtige an der Sache ist, dass es düngermäßig nicht mehr so stark aufgedüngt ist. Fast kaum. Also fast eigentlich Vulkatex-Substrat, also ohne Düngung. Das ist wichtig für die Wüstenrosen, weil denen gefällt es nicht so, wenn das Substrat stark aufgedüngt ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, ungedüngtes Substrat zu nehmen. Habe ich jetzt halt leider nicht. Deswegen gewaschen und schon benutztes Lichuzapon. Funktioniert genauso, habe ich bei denen vorher auch benutzt, also sollte an sich kein Problem darstellen. Jetzt füllen wir hier erstmal natürlich wie immer unten Substrat rein, damit wir natürlich erstmal eine Schicht haben. So. Ist noch leider ein bisschen nass vom Waschen des Substrat, aber sollte auch nicht zu tragisch sein. Hier in dieser Schale bleiben sie nicht lange, sondern nur solange ich keinen Platz habe.
Also bis aus dem Wintergewächshaus die Pflanzen, die rauskommen, wieder raus können. Also wie zum Beispiel Zitronen oder Wunderbäume oder Papaya. Das kommt alles im Sommer raus oder im Frühling. Und dann habe ich auch wieder mehr Platz für die Indoor-Sachen, wodurch ich die dann auch vereinzeln kann. Also die bleiben hier maximal, wenn es ganz schlecht läuft, ein halbes Jahr, aber eher weniger. Und dann sehen wir die natürlich wieder. Also sie bleiben wahrscheinlich definitiv unter einem Jahr hier drin. Und ich denke auch unter einem halben Jahr. Also wir werden die relativ schnell wiedersehen. Und ja, ich würde sagen, die größte hier, die schönste hier, diese hier, pflanzen wir jetzt radial in die Mitte. Wir schauen jetzt, dass wir die Wurzeln nicht knicken und die Pflanzen so setzen, dass sich die Wurzeln nicht allzu stark im Weg sind. Verhindern können wir das nicht, dass sich die Wurzeln im Weg sind, aber da sie ja nicht so lange hier drin bleiben, ist es jetzt auch nicht allzu tragisch. Wir setzen das jetzt hier drauf, kämmen die Wurzeln quasi ein bisschen, dass sie schön gleichmäßig in alle Richtungen verteilt liegen, packen ein wenig Substrat drauf und widmen uns gleich der nächsten. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, mittig war vielleicht doch nicht so schlau. Machen wir die nochmal raus, weil mittig ist blöd, weil sich da dann relativ stark die Wurzeln in die Quere kommen. Versetzen wir sie so ein bisschen an den Rand. Die Wurzeln müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal sowieso schneiden, wodurch wir hier jetzt uns eigentlich nicht so viel Mühe geben müssen. Wir müssen nur darauf achten, dass die Wurzeln schön im Kreis liegen und sich auch kreisförmig entwickeln können dann. So ist es besser. Ja, das gefällt mir besser. Dann haben wir mehr Platz für die anderen vier noch. Ne, drei sind es, nicht vier. Und können wir alle wunderschön hier einpflanzen. Es ist auch nicht schlimm, wenn jetzt die ein oder andere Wurzel an der Oberfläche ist oder rausguckt, weil wir werden das Substrat feucht halten, nicht nass, aber feucht. Somit werden die Wurzeln abtrocknen sowieso nicht, aber auch nicht Schaden nehmen oder ähnliches. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. So, ich hoffe, ich kriege jetzt die Wurzeln hier schön radial verteilt, weil es ist einfacher, als es aussieht. Na, sind doch schon gut verzweigt hier einige Wurzeln, aber das sollte doch so klappen. So, jawohl, so sieht es doch gut aus. Sehr schön. So habe ich es mir vorgestellt, so machen wir es auch. Ja. Wir füllen das jetzt einfach hier langsam mit dem Substrat auf. Und ich merke gerade, dass ich nicht genug habe wahrscheinlich. Wobei das, wenn es gut läuft, genau reichen könnte. Jetzt setzen wir noch die anderen beiden, die kleineren, die nicht so viele Wurzeln haben, rein. Die dann aber eigentlich auch relativ schnell hier schöne Wurzeln bilden können. Weil wir an sich mehr Wurzelraum haben wie vorher und auch nicht mehr in der Selbstbewässerung oder im Anstau stehen, sondern hier nur noch im feuchten Substrat. Also wir werden hier
ganz, 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 ganz wenig Wasser unten drin stehen haben, damit sich das ganz leicht nach oben saugt. Ja, das seht ihr jetzt gerade leider nicht, diese hier, aber ihr könnt euch denken, was ich hier mache. Schön radial einfach verteilen, die Wurzeln. Dann so Draht drauf, dass sie nicht umfällt. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt habe ich nicht genug Substrat. Das hier ist leider zu nass, um es noch auszukratzen. So, da hole ich kurz ein Schäufelchen neues Substrat und riesel das hier ein bisschen rein. Einfach ein bisschen auf die Wurzeln noch drauf, dass die schön verpackt sind, damit die Wüstenrose nicht umfällt. Nochmal gerne gerade korrigieren, wenn sie ein bisschen schief stehen sollte. Aber ich denke, so passt es. Das Problem an dem Substrat, was wir jetzt draufschütten, ist, dass es gedüngt ist, aber wir werden nur mit Osmosewasser, also reinem Wasser, gießen, wodurch sich die Düngekonzentration also nicht steigen sollte, also nicht anheben wird. Ja, das müssen wir beobachten. Wenn die Wüstenrosen komisch aussehen, ist wahrscheinlich Überdüngung gegeben oder zu wenig Mineralien, dann kann man gerne Urgesteinsmehl beigeben. Das tut denen tatsächlich sehr, sehr gut, wie wir gesehen haben. Also das beeinträchtigt nicht das Wurzelwachstum oder generell den die Wachstumsphasen der Pflanze. Und ja, so. Bisschen rütteln und schütteln. Dann sprühen wir noch ein bisschen Wasser drauf, damit wir hier eine ausreichende Feuchtigkeit gegeben haben. Und dann sollte das, denke ich, so passen. Und dann stellen wir das so, wie es jetzt ist. Also nicht mit Deckel oder ähnlichem, sondern so, wie es ist, kommt es dann ins Gewächshaus. Ruhig schön einsprühen, kräftig. In die Mitte könnten wir noch ein bisschen Substrat, ne? So, ja. Ja, das ist in Ordnung. So passt das. So, gut an der durchsichtigen Schale ist natürlich auch, dass wir den Wasserstand sehen. Falls Wasser drinstehen sollte, erkennen wir das relativ schnell und können eingreifen. Also ruhig immer ein bisschen die Oberfläche besprühen, solange das halt kein Wasser drin steht. Wenn es auch regelmäßig feucht ist, auch nicht schlimm für die Wüstenrose. Das gefällt ihr sogar, dann hat sie große Lust dazu zu wachsen. Und genau, das war es jetzt damit. Und jetzt gucken wir uns nochmal die andere Wüstenrose an.